Geliebte Glaubensgeschwister, ich melde mich heute im Namen des ACCH und wir möchten aufrufen zum 6. Gebetstag des ACCH am kommenden Sonntag, den 31.07.2022. Wir wollen gemeinsam beten zu unserem Herrn, wir wollen ihm danken, dass er uns in diesem Sommer eine Verschnaufpause geschaffen hat, dass wir von den meisten Maßnahmen wieder befreit wurden und unsere Freiheiten zurückerlangt haben in den meisten Bereichen. Wir wollen ihm danken, dass er unsere Gebete erhört hat und die Impfpflicht in Österreich abgeschafft wurde. Wir wollen aber auch weiter beten für die Geschwister, die immer noch unter der partiellen Impfpflicht leiden, die nun schon seit vielen Monaten um ihren Job bangen und nicht wissen, wie es für sie weitergehen wird. Wir wollen aber auch andere Anliegen vor den Herrn bringen. Wir wollen den Krieg in der Ukraine und auch die damit verbundene Energiekrise und hohe Inflation in unserem Land ebenfalls vor den Herrn bringen. Wir wollen ihn bitten, dass er uns vor weiteren Nöten, weiteren Krisen bewahren möge. Wir wollen auch dafür beten, dass die Maßnahmen nicht etwa im Herbst zurückkehren, wie das mehrere Politiker jetzt schon seit längerer Zeit ankündigen. Einige sprechen sogar wieder von Lockdown oder Impfpflicht. Wir wollen dafür beten, dass der Herr uns auch davor bewahren möge, dass es nicht einen Winter gibt wie im vergangenen Jahr. Wir wollen aber auch dafür beten, dass der Herr sich über unser Land erbarmt und dass er Umkehr schenkt. Denn all diese Krisen kommen nicht ohne Grund über uns, sondern sind auch die Folge davon, dass sich unser Land, unsere Nation von Gott abgewandt hat und in mancherlei Sünden lebt. Wir wollen dafür beten, dass der Herr Umkehr schenkt für unser Land, dass er dafür sorgen möge, dass es Erweckung gibt, dass Menschen sich bekehren und dass den größten Übeln Einhalt geboten wird. Wir wollen beten, dass er uns als seine Gemeinde dazu gebraucht, dass wir mutig ihn bekennen. Und wir möchten auch beten für die anstehende ACCH-Konferenz, die am 27.08. stattfindet. Innerhalb weniger Tage waren alle 250 Plätze ausgebucht, worüber wir uns sehr freuen. Und wir freuen uns auch schon auf die Konferenz und viele von euch dort zu sehen. Betet bitte mit uns, dass die Konferenz gelingt, dass sie gesegnet ist. Wir wollen auch einen Livestream anbieten für all diejenigen, die keinen Platz mehr bekommen haben. Auch da könnt ihr gerne dafür beten, dass technisch alles funktioniert. Und so wollen wir darum bitten, dass viele von euch am nächsten Sonntag miteinander mit uns zum Herrn beten und wünschen uns allen dafür den Segen unseres himmlischen Vaters.